Erklär mal kurz, was du da machst. Was ich mache? Mhm. Wir versuchen, unseren Kühler zu retten. Und bevor wir die ganzen Lamellen wieder so ein bisschen aufbiegen können, versuchen wir den erstmal. Der ist so dreckig, da war jetzt schon ein Kilo Feld vorne drin. Versuchen den mal ein bisschen mit Druckluft frei zu pusten. Wenn das nicht geht, dann müssen wir das erst mit Wasser aufweichen. So, teilweise sind Gebiete so groß, einfach komplett mit Schlamm voll. Da müssen wir mal gucken, dass wir da die Kühlleistung wieder herbekommen. So, weiter geht's vorne am Auto. Hier fehlt ganz wichtig der Kühler. Ohne den tut sich nicht viel, beziehungsweise nicht lange viel. Da fehlt jetzt natürlich noch der Keilriemen und es fehlt noch der Viskolüfter. Das ist aber alles nichts, wofür der Kühler ausgebaut werden müsste. Kann man dann noch machen, weil ich werde ihn jetzt erstmal nur reinstellen und dann so ein bisschen nach vorne abstützen. Diese Fronthalterung vom Kühler werde ich noch nicht installieren, weil ich noch nicht weiß, wie das mit den Kotflügeln funktioniert. Wir hatten die vorher nicht, da kommen eigentlich so eine A-Verstrebung vor den Kühler. Die hatten wir nicht, weil wir den nachgerüsteten Klimakühler vorne dran noch hatten. Da muss dann dieses Gestänge weichen für. Deswegen werde ich den Kühler erstmal nur so reinstellen. Und eventuell dann für Keilriemen und Viskolüfter das alles nochmal wegnehmen. Aber damit ich den Platz in der Halle bekomme und hier einfach leerer und der hier rauf passt, baue ich den jetzt darauf oder stecke den darauf. Hier sind so Gummibuchsen drin. Die sind in den Teilelisten auf den Sprengzeichnungen nicht vermerkt. Ich kann mal unten in die Kommentare schreiben, falls es jemand interessiert, wie die Nummern heißen. Das sind nämlich andere, wie die, die den Kühler im Kühlerrahmen halten. Da gibt es zwei unterschiedliche, größere und kleinere. Die kleineren sind die vom Kühler zu Kühlerrahmen und die größeren sind die zwischen Kühlerrahmen und Chassis bzw. Kühlerrahmen und Slam Panel. Das ist das, wo die Motorhaube oben reinhaut. Und die da reinzubekommen, ist ganz schön schwierig. Ich musste die jetzt so ein bisschen anschneiden und habe da jetzt echt lange dran rumgemacht, dass die hier drin sind. Die passen jetzt. Sehen im Endeffekt so aus. Das sind noch die für oben. Und der Witz ist, die man oben reinmachen soll, die sind kein Problem, weil da ist die Öffnung oben extrem groß und da passen die gut rein. Da ist die sogar viereckig, die Öffnung, wo diese Buchsen gut reinpassen. Aber unten ist die Buchse rund. Und sehr viel kleiner als der kleinere Teil von der Buchse. Und einfach ein bisschen zu klein für diese Buchse. Vielleicht liegt es aber auch in unserem Rahmen, ich weiß es nicht. Das ist ganz schön kompliziert, die reinzumachen. Nichtsdestotrotz, ich stelle mal den Kühler rein.
Das müsste jetzt einfach gehen. Die Aufnahmen sind nicht so ganz passend. Die sind so 2 mm zu weit auseinander. Bekommt man schon rein, aber ist ein Gefummel. Und das Ding ist nicht gerade leicht. Ha, so, ist drin. Ja, das Problem ist, diese Buchsen sind einfach so eng, dass das sehr schwer passt. Aber ist drin. Sehr gut, kann man den hinten angehen. Kurz dazu, wieso der so frisch aussieht. Ich weiß nicht, ob man es zwischendurch irgendwann mal gesehen hat. Der Rahmen wurde komplett, also wurde alles auseinandergenommen. Der Rahmen ist gesandstrahlt, verzinkt bzw. mit so einem Zinkhaftgrund behandelt. Dann sind da 3 oder 4 Lagen Brantokorux drauf. Das 3-in-1 gesprüht. Sieht sehr schön aus. Und die ganzen Lamellen von den Kühlern haben wir aufgebogen mit einem kleinen Schraubenzieher, dass da wieder genug Luft durchkommt. Das war beim Ladeluftkühler durchaus ein Problem, weil der teilweise schon so ein bisschen ankorrodiert ist, das Alu. Und da einfach so ein paar vordere Lamellen weggebrochen sind. Dafür war der nicht so dreckig. Der Öl- und Wasserkühler, der war mal richtig dreckig. Das war verrückt. Der stand bis circa Hälfte komplett im Matsch. Da war überhaupt nichts mit einfach mal sauber machen. Den haben wir dann mit Reiniger behandelt und mit Hochdruckreiniger. Und jetzt ist der auf einem Maß, dass man wieder durch die Lamellen durchgucken kann. Und von innen habe ich den Turbo von innen. Von innen haben wir den Ladeluftkühler mit Waschbenzin oder ich glaube mit Bremsenreiniger gewaschen. Da war so ein Ölsapsch drin. Den Ölsapsch aus dem Ölkühler haben wir mit Diesel rausgewaschen. Und den Wasserkühler haben wir mit Kühlmittel und Wasser ausgewaschen. Genau, da kam überall noch eine ganz schöne Brühe raus, die ist jetzt raus und insofern wieder fertig für den Start des Motors. Die ganzen Gummibuchsen sind natürlich auch neu und als nächstes müsste dann kommen, wenn die Kotflügel vom Lackierer kommen, dass man das Ding vorne mit diesem A verschraubt. Aber jetzt ist es erstmal aus dem Weg und steht hier. Wie man nur unschwer erkennen kann, die Halle ist ein Gerümpel. Wir haben so viele Sachen rumstehen. Den Schrott transportieren wir halt erst immer weg, wenn wir die Teile wieder eingebaut haben. Aber diese ganzen Sachen fürs Lackieren fertig machen, das ist so viel Material, was man dann am Ende rumstehen hat. Und was halt auch alles Platz braucht. Der fehlt uns gerade ein bisschen, vor allem wo das Auto mal größer wird und jetzt schon lackiert ist und man da auch nicht die ganze Zeit dran rumkratzen will. Deswegen bleibt uns nur übrig, die Garage zu erweitern und dafür räume ich erstmal alles aus der Halle raus. Das wird ein Spaß. Ich mache euch mal auf schnell. So, 2 Wochen später, das hat dann mit der Kamera nicht mehr so ganz geklappt mit dem Aufnehmen. Ist dann dunkel geworden und der Akku war leer und die Speicherkarte war voll.
Wir haben uns neu eingerichtet, weil wir doch in der Halle bleiben werden. Und wir hatten ja immer schon so ein bisschen Platzprobleme. Und wir hatten eigentlich von Anfang an vor, dass wenn wir hier bleiben sollten, dass wir uns eben eine zweite Ebene reinziehen, damit wir mehr Lagerplatz haben. Und jetzt ist es soweit. Wir zeigen es euch mal. Wir haben es jetzt so geplant, dass das Auto ungefähr hier steht. Also wir haben nach hinten jetzt noch einen halben Meter Platz hinterm Auto. Und vorne steht es ungefähr so, dass wenn nachher das Dach mit dem Dachgepäckträger drauf ist, dass es das ungefähr abschließt mit der Hochebene, sodass man, wenn man mal irgendwie ein Dachzelt hat und das deinstallieren will, dass man das einfach oben auf die Hochebene hochheben kann, vorne über die Kante. Und dass man auch, wenn man mal auf dem Dach was machen muss, was umsortieren oder so, dass man einfach von oben aufs Dach drauf kommt. Und die Hochebene ist so geplant, dass es eben gerade hoch genug ist, dass man aber nicht dauernd daran hängen bleibt, wenn man mit dem Defender mal drunter fährt. Und trotzdem aber oben genug Platz ist, dass ich noch stehen kann. Ziel ist, dass wir nachher, später mal, wenn alles irgendwie sortiert ist, alle Teile, die ins Auto kommen, am Auto sind, dass oben nur noch Lagerplatz ist, beziehungsweise vielleicht auch ein kleiner Arbeitsplatz, wo man ein paar Holzarbeiten oder Stoff, Lederarbeiten, wie auch immer, machen kann. Aber dass die eigentliche Werkstatt halt unten ist und oben mehr so Lagerraum. Jetzt ist es noch ein bisschen durcheinander. Wir haben jetzt hier unten noch Farben und Werkzeuge und aber auch Ersatzteile und teilweise aber oben auch Ersatzteile und Öl und sowas. Also noch ist es ein bisschen chaotisch, das wird aber noch. Wir werden uns da so ein bisschen reinfuchsen. Es fehlen halt auch noch ein, zwei Regale, aber so im Groben steht das Konzept. Ich muss ja sagen, dass ich gar nicht dabei war, sondern Jakob hat das mit einem Kumpel zusammengebaut und für mich war das eine riesen Überraschung. Ich war total geflasht, was die an einem Tag durchgezogen haben. Ja, das heißt, die haben komplett ausgeräumt, das Ding aufgebaut und komplett wieder eingeräumt an einem Tag, damit halt der Defender nicht über Nacht draußen stehen muss. Die Konstruktion ist super stabil. Es ist quasi ein Rahmen vorne, ein Rahmen hinten. Das beides ist verbunden auf den Seiten links und rechts nochmal mit einem dicken Balken. Und dann sind die Querträger, auf denen die Multiplexplatten drauf liegen, oder die USB-Platten besser gesagt. Und ich zeig's mal im Detail. Genau. Dann haben wir uns entschlossen, dass wir vorne keinen schrägen Verbindungsbalken haben wollen zwischen dem seitlichen Sockel und dem oberen Querbalken, weil wir da daran vielleicht hängen bleiben könnten mit dem Defender. Deswegen haben wir diese Querverstrebung auf der Seite hier vorne weggelassen. Das Ganze ist aber ziemlich stabil, auch so. Vor allem seitdem wir jetzt hier ein kleines Stück Holz dazwischen geklemmt haben, zwischen den Balken von der Hallenkonstruktion und dem Balken von unserer Konstruktion. Seitdem ist das Ganze bombenfest und es bewegt sich eigentlich gar nichts mehr. Man fühlt sich also ziemlich sicher, auch oben. Und ja, was uns vielleicht noch fehlt, man könnte überlegen, ein kleines Gatter oben hinzumachen, so einen kleinen Zaun mit einer Öffnung, dass man eben noch drankommt, aber halt nicht runterfallen kann. Das wäre so die Idee. Dann ein besonderes Prunkstück, eine besondere neue Errungenschaft ist auch diese wunderschöne Leiter, die Jakob in Handarbeit selber gefräst hat und zusammengebaut hat. Was wir noch gemacht haben, wir haben Strom verlegt. Also einmal ist hier oben in der Ecke eine Steckdose. Dieses Regal ist auch neu. Das haben wir übernommen von einem Nachbarn aus der Halle. Vielen Dank nochmal dafür. Und genau, da können wir jetzt unseren Kram reinsortieren. Es fliegt nicht mehr alles so rum. Wir fallen nicht dauernd irgendwo drüber. Und das ist jetzt noch sporadisch, aber wird noch.